Ja? Na, danke euch. Danke fürs Mitspielen. Liebe Fernsehzuschauer, wir gehen ganz kurz mal raus auf die Geburtstagsfeier. Liebe Fernsehzuschauer, wir zeigen Ihnen mal, was 9 Live so hinter den Kulissen ist. Das heißt also, wir haben natürlich viele Redakteure, viele neue Praktikanten. Und wir werden die mal interviewen. Ja, wir werden Ihnen jetzt mal zeigen. Ja, liebe Fernsehzuschauer, hier, start. Man muss dazu sagen, das ist nicht die komplette Redaktion, es ist nur die Abendschicht, die heute da ist. So, ja, dann, wir gehen einfach mal mitten rein. Ich sehe hier gleich eine Redakteurin. Du siehst aus wie eine Moderatorin von uns. Nee, ich mache hier eigentlich die Spiele, die erfinde ich immer. Und macht sehr viel Spaß, vor allem auch mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, vielen Dank, natürlich. Und was trinkst du da gerade? Ich trinke eine Limo. Eine Limo, natürlich. Ja, keine Werbung, es gibt auch andere schöne Biersorten. Hier ist der Ratefuchs. Das ist Dennis. Richtig, ich bin Dennis, ich bin der Ratefuchs. Dennis hat vorhin getanzt, falls Sie das vielleicht gesehen haben. Dennis war ständig unterwegs bei den Samba-Mädels. Genau, das war mein Revier. Für Sie gleich zuständig. So, dann gehen wir weiter. Da hinten kommt jetzt die harte Fraktion. Das sind die Saufnasen. Arne kennen wir schon. Mikey ist schon sowas von betrunken, meine Damen und Herren. Man schaut, komm, Mikey, du musst jetzt. Mikey ist der Mann, der für alle Moderatoren quasi, das ist die Mama aller Moderatoren. Ich bin die Mutter, ganz genau so ist das. Du machst in der Produktion alles möglich, damit die Moderatoren immer ein weiches Bett haben, immer pünktlich nach Hause kommen. Ich bin die Produktionsmatratze, wenn die Moderatoren mal Druck haben. Ich bin dann derjenige, zu dem sie kommen. Es ist gar kein Problem. Ja, kein Problem. Er kümmert sich um alles quasi. Und das Schöne, Mikey ist momentan Single, Solo und sucht einen Mann. So. Gern bewerben, info@9live.de. Wir freuen uns über Bilder. So, weiter geht's. Dann haben wir hier, das ist ein Mann, der kümmert sich um... Ich bin fürs Catering zuständig. So, das ist alles unwichtig. Ich habe mir sagen lassen, du heißt Raimund mit Vornamen. Das ist korrekt, ja. Raimund, ich möchte sagen, ein guter Freund von mir. Du machst im Sender... Was? 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 Achso, nein, das warst du ja gar nicht. Entschuldigung. Was trinken wir hier heute so auf dieser Schickimicki-Party? Becks. Man trinkt Becks. Schönes norddeutsches Bier, wie es sich hört. Aha. Keine Schleichwerbung, denn ihr wisst... Achso, Entschuldigung. Nein, das ist richtig. Es gibt doch noch andere Werbung. Andere Biere. Andere Werbung gibt es auch noch. Wer sind die denn? Frag doch mal. Ah. Wer seid ihr denn? Ja, wer seid ihr? Du bist der? Der neue Redakteur für Arabia-Projekt. Für was? Für arabischen Projekt. Arabisches Projekt? Ich werde bekloppt. Das heißt also, 9 Live geht übers Meer drüber. Ja, klar. Zu den Scheichs. Richtig. Nein. Ja, klar. Sehr gut. Also, Sie werden ihn vielleicht öfters mal sehen, wenn Sie in Arabien wohnen, liebe Fernsehzuschauer. Sandra Arabian! Wir machen auch in Arabien TV. Haha, kleiner Spaß. So, ist ja ein Brüller, ne? Heute jeder ist sitzt. Der. So, jeder Anna, sitzt bei dir. Wir haben natürlich. Geprobt ist geprobt. Wir haben einen Knaller. Und zwar haben wir Zuschauer da von 9 Live. Die sind 195 Kilometer gefahren, um heute mit dabei zu sein. Und die haben wir heute hier. Nämlich, das sind zwei Besucher, die haben sich heute ins Auto gesetzt. Ja. Ein Applaus an dieser Stelle. Du bist der? Michael. Michael und? Erik. Der Erik, der Sohnemann. Und die beiden, ihr habt euch heute ins Auto gesetzt und habt gesagt, 9 Live feiert und ihr wollt unbedingt mal vorbeischauen, vielleicht kommen wir ja rein. Ganz spontan, Baustelle abgebrochen, rein ins Auto und her zur Party. Sehr gut. Und als ihr losgefahren seid, habt ihr so ein bisschen gedacht, naja, vielleicht kommen wir ja da gar nicht rein, vielleicht sind die ja so, dass man sagt, nee, Türen zu, aber war doch eigentlich ganz erfolgreich. Keine Chance, habe ich gesagt, keine Chance, Erik, vergiss es. Ja. Und jetzt kommen wir her und er sagt zu mir, die Leute wollen mit uns kommunizieren, sage ich, nie und nimmer. Sehr gut. Was passiert? Wir sitzen hier bei euch und ich muss sagen, das ist super. Ganz gegessen, toll. Getrunken. Ja, bestens verköstigt. Und du bist keiner 9 Live-Fan? Ja. Darfst aber noch nicht mitspielen, ne? Leider. Wie alt bist du? 12. 12. Also, wer ist deine Lieblingsmoderatorin? Ja. Er? Moderatorin. Moderatorin. Ja. Anna Hesch eigentlich. Yeah. Ja. Sehr gut. Ihr kriegt nachher ein Geburtstagspaket. Habt ihr schon Geschenke bekommen? Ja, haben wir schon. Oh, sehr gut. Wo sind sie hier? Ein zweites. Ach, guck mal. Ratefuchs. Ein Ratefuchs. Was haben wir noch? Eine Tasche? Schlüsselanhänger. Sehr gut. Ist die Tasche auch von uns? Nein. Doch. Auch? Sowas haben wir. Ich werde bekloppt. Ja. Und hier, was haben wir hier noch drin? Eine Cappy. Eine Cappy. Du kannst auch ein Handtuch von uns und eine Kühltasche, ja? Ja, machen wir. Also, liebe Fernsehleute, Sie sehen das, die Abendredaktion heute im vollen Gange. Es wird ein bisschen was getrunken, natürlich nur antialkoholisch. Alle Biere, die Sie sehen, alles alkoholfrei. Ja, ja, natürlich. So, wir gehen noch mal ganz kurz an die Theke, bitte. Ja, trinken wir einen zusammen? Ja, wir trinken einen zusammen. Dann lasst uns doch mal mit unserem Team anstoßen. Die mit der größten Klappe. Der hübscheste Mann. An dieser Stelle möchte ich sagen. Ja? Also direkt hier ist es der hübscheste. Du bist der? Martin. Martin ist du. Martin ist ein bisschen aufgeregt. Was machst du denn genau? Du bist Redakteur bei was für einem Sender?
Eigentlich muss ich hier putzen, wenn ihr weg seid. Sehr gut, finde ich gut. Aber ich habe dich mal gesehen als Redakteur bei irgendeinem Sender, der hat da so, wie heißt der? Jetzt trau dich. Jetzt trau dich. Sag Sat.1. Sag Sat.1. Ja. Und das gern. Aber bei uns geht mehr Geld raus. Das muss man den Zuschauern mal sagen. Sat.1 ist immer so spät, ne? Wir moderieren mal Sat.1. Ja. Wir moderieren bei euch. Das ist irgendeine ganz komische Nase. Was? Ach so, die Anna. Ja, Anna zum Beispiel moderiert bei euch. Wer noch? Tatsächlich. Ja, ich ja nicht. Du bist meine Aushilfe, wenn ich mal nicht kann. Ich bin raus. Ich bin raus. Also, oh Gott. Okay. Liebe Fernseher, ich bin raus. Ja, ich bin dafür nur live da. Ich kann das ja nicht alles machen. So, du bist ein bisschen schüchtern. Sehr. Wie läuft's mit den Frauen? Ich überlege, hier in dem Laden schwul zu werden. Ja, finde ich gut. Liebe Fernsehzuschauer, nehmen Sie nicht so ernst. Nach 2-3 Bier. Anna, wir wollten was trinken. Ja, ich habe mir Martin, wir sehen uns nachher noch. Ich freue mich schon. Danke fürs Interview. Weißt du, was mich wundert? Nein. Wir haben ja einen Regisseur. Wo? Der hat immer die größte Klappe. Ne? Wo ist der denn? Und den wollten wir so gerne mal vor die Kamera ziehen. Ja. Da haut er ab. Er hier? Ja. Kommst du gerade mal? Komm mal her. Ein Ständchen für Neu Live zum Geburtstag. Ja, Happy Birthday. Ich bin kein Regisseur, ich bin hier nur Bildmischer. Ja, okay. Ist doch alles dasselbe bei uns. Ja. Verstehst du? Wir sind ja auch alle Producer. Ja. Jetzt? So. Ja, genau. So ist das. Und du bist ja auch Moderator. Ja, wir sind alle Moderatoren. Ich höre gerade ein Zeichen. Die Zeit ist aus. Ich höre gerade hier. Wir müssen wieder ins Studio. Hast du das Mikrofon? Ja. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen. Also das hier ist so ein bisschen Backstage. Sind die neuen Da wird so ein bisschen gefeiert. Ja, alle haben so ein bisschen was damit zu tun. Ja, aber die Geschäftsführer müssen wir auch noch mal kurz sagen. Ja. So. Das ist nämlich unser Markus Wolf, meine Damen und Herren. Und das ist der Mann, der für alles hier verantwortlich ist. So. Markus, vielleicht ein paar Worte an unsere Zuschauer mal. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Neuen Live. Wir sind stolz darauf, dass Sie uns immer die Treue gehalten haben und wir freuen uns, dass Sie es weiter tun. Vielen Dank, dass Sie unsere Kunden sind, dass Sie so viel Spaß haben bei uns. Ich hoffe, dass heute noch ganz, ganz, ganz viel Geld rausgeht. Das hoffe ich. Von Herzen. Wird sein. Wie viel geht heute raus? Richtig viele, über 100.000 Euro heute und wir versprechen es immer, jeden Monat über 1 Million. Hier kann man gewinnen, heute gleich das Auto. Dreiviertelstunde. Wir müssen rein. Eins ist aus, das zweite kommt. Okay. Viel Spaß, guck mal, Johannes, hier alle sind sie da. Ne? Die Großen, die Wichtigen, der Björn, der hat hier hin die ganze und her. Geschmissen. Sauft nicht alles aus hier, ne? Max hat wieder Angst, dass sie alles austrinken. So, Max. Ich bin wieder da. Jetzt nicht, dass wir sie mal alles spielen. Trinken, nicht, dass sie alles leer trinken und wir haben da nichts mehr. Ja, das ist immer das Tollste, wenn die Kabler versuchen, oder? Nicht ins Bild zu kommen. So, sensationell, meine Damen und Herren, was hier passiert.